Telefonieren, organisieren, sich kümmern. 16 Stunden täglich. Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, in der provisorischen Einsatzzentrale. Tag 8 nach der Katastrophe. Also ein Albtraum wäre deutlich schöner, das kann ich Ihnen schon sagen. Aber so langsam realisieren das die meisten, dass das leider kein Aufwachen gibt, sondern dass das Monate und Jahre Arbeit und viel, viel Probleme noch gibt. Noch immer hat sie nicht alle zerstörten Orte gesehen. Wir sind auf dem Weg nach Rech an der Mittelahr. Einer der vielen Orte, die wir in diesem Film besuchen werden, zwischen Bad Neuenahr und Trier. In der Schneise der Verwüstung, die auf den Starkregen und die Flut folgte. Es gibt Menschen, die haben auf Dächern ausgeharrt, in Dachböden ausgeharrt, die haben sich in Bäume retten können. Manche konnten am nächsten Vormittag geborgen werden, andere haben 24 Stunden, ich habe gerade gehört, sogar 36 Stunden ausgeharrt, bis sie geborgen werden konnten. Das sind Todesängste über viele, viele Stunden, die die Leute ertragen mussten. Das ist etwas, das wird man, glaube ich, nicht mehr los. Zusammen mit Feuerwehrmann Thomas Gasper verschafft sich die Bürgermeisterin einen Überblick. 556 Einwohner hat Rech und nun Hunderte von Helfern. Die Bundeswehr mit schwerem Gerät, THW, Feuerwehren. Viele von ihnen sind selbst Opfer. Alle. Wie sieht's bei Ihnen zu Hause aus? Ich habe kein Zuhause mehr. Da ist mehr oder weniger nicht mehr viel übrig geblieben. Ich hatte über 2 Meter Wasser im Haus stehen. Bei uns, wir haben zwar mehr Wasser im Haus gehabt, da waren 6 Meter, aber wir haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Unsere Wohnung oben ist verschont geblieben. Leider nebenan, das Haus ist eingestürzt mit den Bewohnern drin und wahrscheinlich ist da eine der Damen verstorben, die haben wir noch nicht gefunden. In beiden Familien sind alle wohlauf. Zum Glück keine Vermissten und keine Verletzten. Die Infrastruktur von Rech fast komplett zerstört. Trinkwasser ist das kleinere Problem, das kommt in Flaschen. Aber Strom und Abwasser, Fehlanzeige. An diesem Morgen immerhin ein wichtiger Lichtblick. Freut mich unheimlich, weil das hier ist eine Pontonbrücke, sodass wir hoffentlich jetzt die 2 Ortsteile von Rech wieder verbinden können. Denn die einzige Brücke über die Ahr in Rech ist letzten Mittwoch zerstört worden. Die Reste, die da stehen, das ist die berühmte Nepomuk-Brücke, die damals, wo das große Hochwasser 1910 die Ahr runterkam, da sind alle Brücken abgerissen, weggerissen worden, bis auf die Nepomuk-Brücke. Diesmal hat sie nicht gehalten. 1910 hat sie gehalten, diesmal hat sie nicht gehalten. Das ist eine Dimension von Flut, die gibt es in der Aufzeichnungsgeschichte des Ahrtals zumindest noch nicht. Das ist ein Jahrtausendereignis. Gut eine Woche ist es her. Seitdem ist die Welt in der Eifel, vor allem an den Flüssen Ahr, Prüm und Kill, eine andere. Die Fluten brachen über Menschen, Tiere, Häuser ein. Alles wurde weggeschwemmt. Eine Katastrophe von verheerendem, ja historischem Ausmaß. Ja, wir kommen mit dem Boot, um Gottes Willen, mit dem Boot. Die Strömung rechts, die Strömung links. Da hatten wir, nee, sag ich, ich will lieber mit der Drehleiter gerettet werden. Oder dann soll der Hubschrauber kommen. Ich habe ja vom Fliegen keine Angst, da werde ich den Hubschrauberflug auch noch überleben. Und haben dann irgendwann erfahren, dass sich 2 junge Frauen hier aus Ternau auf dem Baum gerettet haben, die ganze Nacht auf dem Baum in Lebensgefahr irgendwie verbracht haben. Bis dahin waren wir auch alle tapfer, wir haben nicht geweint. Aber ich habe gebetet, ich habe sehr viel gebetet. Alles, das ganze Leben ist weg. Lothar Kirschbauer forscht an der Hochschule Koblenz auch zu Starkregenereignissen. Sogar er war überrascht. Also wir haben mit so einem Ereignis, haben wir einfach nicht gerechnet. Ja, vor allen Dingen nicht um diese Jahreszeit. Es ist gewarnt worden, gut, mit diesen
Auswirkungen hat niemand gerechnet und wir wussten auch nicht genau, erwischt es jetzt die A oder ist es vielleicht ein bisschen weiter südlicher oder nördlicher. Das ist ein Ereignis, was wesentlich seltener kommt als alle 100 Jahre. Es ist ein Extremereignis. Ein Extremereignis. Mit 42.000 betroffenen Haushalten und bislang 128 bestätigten Toten. Immer noch werden Menschen vermisst. Und Hoffnung, Lebende zu finden, gibt es nicht mehr. Viele Orte wie Rech oder Echtershausen, tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Gernot Kraus kennt sich mit solchen Szenarien aus. Er ist Fluthilfe-Koordinator beim Deutschen Caritasverband Freiburg. Er hat eine Katastrophenstrategie entwickelt, nach der jetzt auch in der Eifel vorgegangen wird. Eine Flutkatastrophe ist relativ großflächig, so wie wir es jetzt ja auch haben. Es geht in Linien, in Flüssen entlang, es geht auch in die Fläche hinein. Mehrere Diözesen oder mehrere Städte und Ortschaften sind betroffen. Flut zerstört halt wirklich dramatisch und zerstört eben auch Einrichtungen. Was man zum Beispiel beim Sturm vielleicht wiederverwenden kann, ist nach einer Überschwemmung mit kontaminierten Schlamm nicht mehr nutzbar. Es sind langwirkende Schäden. An der Ahr und in der Eifel ist das Wasser gewichen. Was bleibt, ist Schlamm. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange und werden Monate dauern. Mehr als 60 Brücken sind zerstört, so wie auf der B8 bei Sinzig. Manche sind komplett eingerissen. Hier hat nur der Brückenpfeiler den Fluten nachgegeben. Da ist nichts mehr zu retten, weil das Bauwerk auf dem Pfeiler aufliegt und die Standsicherheit des Pfeilers nicht mehr da ist und aufgrund der Massivität keine andere Möglichkeit besteht, als das Bauwerk abzureißen. Also müssen Sie sich vorstellen, wir haben so viele Bauwerke, die jetzt zerstört wurden und es ist ja auch einfach nicht die Manpower vorhanden, die gleichzeitig möglichst diese Bauwerke alle wieder aufbaut. Ja, das ist ja nicht da und das kann man auch nicht ganz schnell generieren. Und von daher ist auch eine gewisse Zeitspanne anzusetzen, die überhaupt nicht greifbar ist im Moment. Nach Einschätzung des Landes ist allein an den Brücken ein Schaden von 200 Millionen Euro entstanden, Stand heute. Auch ganze Straßen sind aufgerissen, Uferpromenaden weggeschwemmt, Wasserrohre gebrochen, Kabel liegen frei herum. Altenburg im Ahrtal. Der Schutt türmt sich unter der Brücke, das Gleis ausgehebelt. Auf der Ahrtalstrecke geht über 10 Kilometer gar nichts mehr. 7 Brücken sind eingestürzt. Hinter einem Tunnel ein gewaltiger Abriss, die Zugstrecke gekappt. Ebenso die Autobahnen 1 und 61, einfach weggerissen. Ganze Ortschaften waren und sind noch abgeschnitten, so wie Altenahr oder Echtershausen in der Eifel. Die Straße, die in den Ort führt, wurde einfach von dem sonst kleinen Flüsschen Prüm weggespült. 100 Menschen leben in dem engen Flusstal, das momentan nur noch umständlich über Waldwege zu erreichen ist. Herz in der Seele spielt ab, dass wir hier um Jahre zurückgeschmissen werden. Wir haben vieles hier neu aufgebaut. Neue Brücke wurde 2013 erst nochmal renoviert. Ist komplett kaputt. Die armen Leute, wir haben momentan noch keinen Kanal für 4 Haushalte. Muss noch neu gelegt werden. Hier muss alles aufgeforstet werden. Finanziell ein Riesendrama. Bruno Schier läuft da entlang, wo mal sein Hauseingang war. Hier vor dem Haus war unsere Hofeinfahrt, die hier schön hochging mit Blumenbeet und die Durchfahrt zur Garage hin. Unterhalb, wo jetzt der See ist, da war der Lindenweg. Und da ist jetzt alles Samtkanal, Stromleitung, Telefon, Internet, alles von der Brüm mitgerissen worden, talabwärts Richtung Hamm. Da ist jetzt nichts mehr von vorhanden. Da schätzt man eine Hoffläche von 100, 120 Quadratmeter an Pflastern sind jetzt weggerissen. Der Lindenweg existiert nicht mehr. Die Schiers räumen auf, wie so viele im Katastrophengebiet.
Die Gläser- und Uhrensammlung war nicht mehr zu retten. Ja, jetzt müssen wir versuchen, alles zu trocknen, so schnell und so gut es geht. Ja, werden wir jetzt sehen. Laminat natürlich, das war das Erste, was rausflog. Ja, die Treppe weiß ich ja noch nicht. Die stand ja noch unter Wasser. Einen halben Meter hoch hier. Da haben wir noch Glück gehabt, dass nur ein halber Meter Hochwasser hier drin stand. Alle funktionieren gerade, machen einfach weiter. Aber verarbeitet ist das Trauma noch lange nicht. Die Schiers bekommen bald Besuch von einem Gutachter. Sie haben zum ersten Mal Zukunftsängste. Man spricht etwa ein Jahrhundert Hochwasser oder Jahrtausend Hochwasser, hat man aber 2018 auch schon gesagt. Selbst wenn das 20 Jahre noch mal kommt, dann sind wir 50 oder 60, dann noch mal alles zu machen. Deswegen war unsere Überlegung einfach auch schon, hier zu verkaufen und wegzugehen. Aber wer kauft schon ein Haus an der Prüm? Die Schiers hatten sogar Glück im Unglück. Ihr Haus steht noch. Also im Augenblick ist wahnsinnig viel Adrenalin in der Luft. Also man muss jetzt tun, man muss funktionieren, man funktioniert auch irgendwie, Notlaufeigenschaften. Oft geht man über die eigenen Kräfte, um jetzt alles wirklich auch aufgeräumt zu bekommen. Es sind viele Leute da, es ist alles sehr aufregend. Man hat keine Zeit, sich wirklich zurückzulehnen, nachzudenken, was hat das jetzt eigentlich mit mir gemacht. Und das kommt dann relativ bald. Und dann muss man halt gucken, wie geht man mit der Situation um, wie komme ich da wieder raus und was heißt das langfristig? Also es sind ja auch Existenzen zerstört worden. Das ist ja nicht nur, ich räume meinen Keller wieder auf und dann gehe ich wieder zur Arbeit, mein Leben geht weiter wie zuvor, sondern man muss sich komplett neu aufstellen und das wird langfristige Folgen haben. Und auch das wird den Menschen wahrscheinlich erst in 1, 2, 3 Wochen richtig klar, dass das nicht von heute auf morgen und auch nicht im Herbst beendet ist. Zurück an der Ahr in Ahrweiler. Hier im Chaos vor seiner Wohnung macht Peter Geller gerade mal Pause. Sein Haus steht zwar noch, aber alles, was darin war, ist futsch. Wir sind fast tot gewesen. Weil die Haustür, die ist explodiert. Das Wasser kam hier rein. Für eine Minute vorher war das Wasser noch so hoch. Dann kommt das Wasser und haut die Haustür auf. Meine Freundin ist hier durch die Wohnung geflohen, der Schrank hinterher. Und da sind wir so verwahrt. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und natürlich auch keine Toilettenspülung. So wie ihm geht es auch Familie Richter. Keiner weiß, wann hier wieder die Lichter angehen. Ich hab zu meiner Frau gesagt, wir leben wie in der Steinzeit. Haben wir uns mit dem Spitkocher Kaffeewasser gemacht. Wir haben Gott sei Dank noch eine Pumpe, da kann man Wasser aus dem alten Senk hochpumpen, wo da früher der Abwasser gesammelt wurde. Da ist aber jetzt sauber für Toilette und so. Das ist richtig blöd. Viele nehmen das Leben ohne Strom und Wasser einfach so hin. Sie haben hier alle Tote gesehen und sind froh, überhaupt noch am Leben zu sein. Du lagst hier vorne in der Ecke, haben wir dann am nächsten Tag abgedeckt und direkt das Notruf, also zwei Kurven, sie rufen. Ja, wir versuchen. Da kam die Polizei, da kam die Feuerwehr immer wieder hier vorbei. Hier wird die Tote. Sagt der Polizist, wir kommen mit Toten nicht nach. Solche Extremsituationen haben auch Patrick Kaminski und sein Team schon erlebt. Ihre private Hilfsorganisation At Fire ist weltweit bei Katastrophen im Einsatz. Zusammen mit seinen Kollegen macht er sich in der Verbandsgemeinde Altenahr auf den Weg zum nächsten Auftrag. Ein Haus finden, das über Straßen nicht erreichbar ist. Patrick Kaminski ist Bauingenieur und soll überprüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Unser Einsatzauftrag ist so, wir wissen, dass vor 2 Tagen jemand mal das Objekt gesehen hat. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass noch niemand drin war. Wir haben also eine relativ unklare Lage vor uns. Auf dem Weg dorthin alles dokumentieren, was den Helfern auffällt. Schäden an Straßen, Brücken, gefährliche Stellen. Außerdem mögliche Zugangswege finden und festhalten. Man fährt nur noch mit Tränen in den Augen, fährt man durch die. Also ich muss ein paar Mal anhalten, weil ich sage, so kann ich kein Fahrrad fahren. Oder jetzt auch durch Meischersdorf viele Freunde getroffen, die extrem. Man liegt sich nur noch in den Arm und weint. Das ist die Straße. Und das wäre dann noch hingekommen mit den 300 Höhenmetern ungefähr. Das könnte es sein.
das gesuchte Haus. Und so wie wir es sehen, war bis jetzt, also so wie es auch aussieht da unten, war bis jetzt noch niemand da. Weil man sieht ja, von beiden Seiten gibt es keinen Zugang. Ja. Ja, einfach voller Leiste. Hallo? Also wir haben jetzt ein Geräusch gehört, was alles sein kann. Das kann auch einfach sein, dass irgendwas jetzt runtergerutscht ist. Aber einfach um auszuschließen, dass da tatsächlich noch irgendwie ein Tier oder ein Mensch wäre, teilen wir uns jetzt ein bisschen auf und gucken einfach mal und gehen einmal die Umgebung ein bisschen ab. Also wir wissen jetzt, wo das Geräusch vermutlich herkam. Es rieselt noch aus dem Hang raus und dann fallen ab und an kleine Steinchen auf verschiedene Sachen drauf. Hinten liegen noch ein oder zwei Kuhkadaver. Der Geruch ist also dementsprechend angenehm. Aber ansonsten war nichts aufzufinden. Weiter zum ursprünglichen Auftrag. Der Bergische Hof, ein ehemaliges Hotel und Restaurant. Bewohner sind hier keine mehr. Also was mir nicht gefällt, ist da die Ecke. Die kann jederzeit kommen. Das heißt, darunter bewegen wir uns nicht. Ja. Der Heizkörper steht da hinten, den kann ich sehen. Begutachtung des Hauses von allen Seiten und dabei sich selbst nicht gefährden. Wir haben von unserer Seite jetzt im Prinzip das getan, was wir mit unseren Mitteln, die wir jetzt hier vor Ort haben, machen können. Vom Prinzip her ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Aber da jetzt drauf gehen würde ich niemanden lassen, weil das einfach zu instabil ist. Keine akute Gefahr. Abgesperrt wird trotzdem. Denn wie es mit dem Haus einmal weitergeht, wird der Eigentümer entscheiden müssen. In Rech baut die Bundeswehr eine Behelfsbrücke. Der südliche Teil des Weinortes war nach dem Unwetter nur noch per Boot oder aus der Luft zu erreichen. Bürgermeisterin Cornelia Weigand will sich einen Eindruck verschaffen. Hier hat es die verheerendsten Zerstörungen gegeben. Das sind Anblicke von diesem Ort. Ich bin jetzt das erste Mal auch in diesem Ort unten. Das ist mit der am schlimmsten betroffene Ort. Da kann man, also ich bin sprachlos. Sie können erahnen, wie diese Nacht für die Menschen war und was jetzt hier passiert und hier steht. Das ist unbeschreiblich und das braucht viele, viele helfende Hände, die wir haben. Aber das braucht auch viel, viel Geld und viel Logistik und viel Willen. Hier sind einfach die halben Häuser weggerissen worden. Wenn man hier guckt, auch hier hat sich das Wasser einfach bis in Kellertiefe eine Gasse gebahnt. Da sind wir eigentlich mittlerweile 50 Meter vom Ufer fast entfernt. Das ist nicht denkbar gewesen. Intimste Einblicke in völlig zerstörte Leben. Bücher, ein paar Tassen. Mehr ist oft nicht übrig geblieben von ganzen Häusern. Wir sehen, die Leute versuchen, aus ihren jetzt abgerissenen Häusern noch letzte persönliche Sachen rauszuholen. Das ist unbeschreiblich. Ich mag hier auch gar niemanden ansprechen. Ich freue mich über jeden Menschen, den ich sehe, der gesund ist, der da mit Haut und Haaren rausgekommen ist, der am Leben ist. Viel Kraft. Vielen Dank. Danke. Ja. Darf ich Sie was fragen? Ja. Keine Versicherung? Falls keiner gehen, elementar so. Ne? Normal schon, aber die greift ja jetzt nicht. Ne? Manchmal nicht da. Ist dann alles kaputt, wenn wir jetzt 25 Jahre aufgebaut haben, ne? Oder 30 Jahre. Können Sie es nochmal aufbauen? Ja, kann man schon, ne? Aber jetzt in meinem Alter jetzt noch wieder von neuem anzufangen, ist ja alles weg. Ne? Das dauert ja jetzt 4-5 Jahre, dass wir überhaupt mal alles wieder fertig haben. Ja. In der Kirche von Rech werden Spenden und Lebensmittel gesammelt und verteilt für Bewohner und Helfer. Draußen erläutert der örtliche Einsatzleiter Dirk Stephan der Bürgermeisterin die Lage. Im Ort konnten alle gewarnt werden. Das Warnsystem, wir haben bei uns ist es so, dass sobald die Sirene geht, kommt die Feuerwehr raus.
Und da ist die Dorfbevölkerung eh gewarnt und dann kommen die auch raus. Und die waren also, bei uns waren sie gewarnt und wir konnten die Leute kontrolliert retten. Bis auf eine Person, die haben wir nicht angetroffen, ist auch derzeit noch in der Vermisstenstatus noch da. Nur eine Person vermisst. Das ist hier und heute schon fast eine gute Nachricht. Fast. Am Ufer der Ahr Zerstörung. 8 Häuser komplett weggerissen. 9 weitere einsturzgefährdet. Vielen Helfern wie Bewohnern wird jetzt erst das ganze Ausmaß der Katastrophe bewusst. Wer seine Existenz verliert, bei sich selber am Haus schuftet, bei den Nachbarn mit schuftet und irgendwann ist die Kraft so durch, dass man gar nicht mehr schuften kann, sondern da auf einmal eine halbe Stunde sitzt, dann realisiert man langsam das Elend. Das ist das, was wir heute Morgen gesagt haben. Es fühlt sich an wie ein Albtraum, aber man kann nicht aufwachen. Also es war sehr emotional, die Lage hier. Allein den Leuten zu sagen, dass sie die Häuser aufgeben mussten. Ich denke aber, nach einer Woche jetzt kann man sagen, wir sehen, dass es aufwärts geht. Und das ist einfach wichtig, dass die Leute sehen, dass etwas passiert im Dorf, dass der Schutt abgetragen wird, dass hier einfach die Infrastruktur quasi ein bisschen wieder aufgebaut wird. Schrott und Müll wegräumen, Infrastruktur schaffen. Das steht jetzt an in Rech, wie überall im Ahrtal. In Suhl, hier hilft die Bundeswehr, die Infrastruktur wiederherzustellen. Mit einer sogenannten Faltfestbrücke. Leicht im Aufbau und trotzdem belastbar. Ich habe mir so ein Gate gekauft, ne? Der ist gerade total restauriert. Mein Auftrag war eigentlich, hier die Brücke herzustellen, dass in dem Ort hinter mir, also in dem Ortsteil hinter mir, der ganze Müll und der Unrat, was so angefallen ist, auf das jenseitige Ufer kommt, dass sie den abtransportieren kann, weil in die Richtung geht es einfach nicht. Müll ist das Stichwort. Überall in den Straßen stapelt er sich. Die Müllberge hören und hören nicht auf. Trier-Ehrang. 700 Häuser standen hier unter Wasser. Seit einer Woche wird hier alles weggeräumt und es sieht trotzdem weiterhin so aus. In insgesamt 60 Ortschaften das gleiche Bild. Wir sind seit Freitag in engster Abstimmung mit den großen Bauunternehmen, mit den großen Logistikern. Und da gibt es keinen, der nicht dabei ist. Und ein großes Dankeschön, das spielt auch keine Rolle, ob man sich letzte Woche noch vor Gericht gesehen hat. Man fährt zusammen, jetzt steht zusammen und versucht hier eine Lösung für dieses große Problem der Bürger herbeizuführen. Auch der Strom ist noch ein Problem. Die Stadtwerke Trier versuchen nach und nach, die Trafostationen wieder ans Netz zu bekommen. Strom haben die betroffenen Haushalte trotzdem nicht. So wie wir es jetzt geschaltet haben, ist es fast unmöglich, dass ein Kunde im Hause eine, sag ich mal, Etagensicherung, Raumsicherung wieder einschaltet, weil die Hausanschlusskästen, die sind alle stromlos. Stromlos war auch die Kläranlage in Sinzig, die von den Wassermassen völlig verwüstet wurde. Abwasser konnte und kann bislang nicht aufbereitet werden. Momentan läuft alles in die Ahr und oder den Rhein. Das Mainzer THW hilft mit einer Notstromversorgung aus. Wann die Anlage wieder funktioniert, ist wie so vieles völlig unklar. Unklar ist auch, wann in Altenahr wieder Telefone klingeln. Die Verteilerstelle der Telekom wurde komplett geflutet. Sie versorgt tausende Festnetz- und Mobilfunkkunden auch in benachbarten Ortschaften. Technik komplett zerstört, Glasfaser und Kupferkabel aus der Erde gerissen. Das Gebäude einsturzgefährdet. Über Tage war im Ahrtal und in den kleinen Eifeltälern kein Empfang, weder Festnetz oder mobil. Der Horror für Angehörige, die nicht wissen, wie es ihren Verwandten oder Freunden geht. Viele Unternehmer stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, wie ein Hotelier in Insul. Meine Eltern hatten eine kleine Pension. Ja, dann haben wir angebaut und umgebaut und gemacht, getan. Und in einer Nacht alles weg. Nicht mehr mein Ort, nicht mehr mein Ort, ne? Weil das, du kennst es so alles nicht. Ne? Das ist die Landschaft total verändert. Das ist Wahnsinn, was Wasser eine Gewalt haben kann. Tagsüber bist du am Funktionieren, aber morgens, wenn du hier wieder anfängst und kommst hier hin und bist noch ziemlich alleine, dann setzen wir dich schon mal dahin und ist ein bisschen an Flenden. Ne? Tja. Alter Falter, ja, meine Güte, ja.
Ist das ein Mistleben? Ja. Sein Freund Volker Schäfer betreibt ebenfalls ein Hotel im Nachbarort Schult. Die Flut hat ihn verschont. Ja. Erst mal 7 Monate Corona und jetzt hier das, das ist so der Todesstoß, wirklich. Aber ich habe eben noch gesagt, aber Corona war ein Kindergeburtstag in Hiddert. Hier, ja. Wir wohnen hier im Wohnmobil, weil wir weg waren. Sonst wäre das auch hier auf dem Parkplatz gewesen, weil alle Autos, die hier auf dem Parkplatz waren, sind auch abgesoffen. Ne? Bestellt und schon ist fertig. Alles fertig, genau. Ja. Und Sie stehen hier und machen so Witzchen. Wie geht das? Anders geht es nicht. Ohne Galgenhumor. Desaster leichter zu ertragen. Genau. Außerdem sind wir jetzt hier schon, ich glaube, an Tag 4. Ja. Und wenn man das heute sieht im Vergleich zu Tag 1, dann können wir heute sagen, ja. Haben wir gut über die rockt. Genau. Haben wir gut über die rockt. Genau so ist das. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, wer hilft einem als erstes? Nicht das THW oder die Bundeswehr oder die Feuerwehr, sondern der Nachbar ist da. Und das ist zu Anfang auch ganz wertvoll für die Menschen, weil man irgendwie die Unterstützung auch fühlt. Aber mit jetzt schon in der jetzigen Situation ist es so, es gibt Kontaminierungen durch ausgelaufenes Öl, durch Chemikalien, durch Stromkabel, die dort sind. Da muss man schon wissen, was man tut. Das ist schon in der Tat ein gefährlicher Einsatz, wenn man da hinfährt. In einem Hotel in Kahlenborn laufen viele Fäden zusammen. Das Hotel auf dem Berg ist aktuell die Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde Altenahr und Obdach für Betroffene. Menschen, die den Berg hier hochgekrochen sind mit nichts außer einem T-Shirt und einer Unterhose, die dann ins Haus kommen und Hilfe. Oh. Ja, mir fehlen die Worte. Der Hotelier will helfen, wo er nur kann. Vielleicht hier nochmal ein Aufruf, wir brauchen kein Essen, wir brauchen im Moment auch keine Getränke. Wir brauchen eigentlich finanzielle Unterstützung für die Leute, die da unten ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Mein Gartenhaus ist ein Dreifamilienwohnung mit Leuten voll. Der Keller oben, alles was wir am Betten haben, ist im Moment belegt mit Menschen, die ihr Haus verloren haben. Viel Unterstützung kommt ebenso von Landwirten, die mit Traktoren und anderen Geräten aushelfen. Da sie sich in der Gegend gut auskennen, konnten sie schneller vor Ort sein als manche Hilfskräfte. Auch die Winzer an der Ahr hat es schwer erwischt. Zerstörte Weinberge in Rech. Alexander Stotten räumt auf, was geht. Ich habe mich noch nicht ganz durch den Keller gekämpft. Wir kämpfen uns von Raum zu Raum. Aber Flaschen sind okay. Da ist nichts kaputt gegangen. Wie es mit dem Fasskeller aussieht, das kann ich so noch nicht sagen. Das wird man erst sehen, wenn wir durchgekommen sind, weil es liegt kein Fass mehr auf dem anderen. Der Winzer hat keine Ahnung, wie hoch der Schaden ist. Er ist froh, dass er die Flut überlebt hat. Das kam so schnell, es kam zuerst ein Plastikblumentopf geschwommen, dann kam der erste Campingstuhl und dann kam der erste Baum durch die Straße geflossen. Und dann haben wir nur noch gesehen, rette sich, wer kann. Hausrat der Umgebung und Schutt sind am Weingut gestrandet. Alles ist auch hier voller Müll. Aber Hilfe beim Aufräumen ist vorhanden. Sensationell. Also unbeschreiblich. Stehen auf einmal wildfremde Leute im Hof und sagen, wie kann ich helfen? Noch nie gesehen, wir haben uns aus Köln hier hingemacht oder sonst irgendwas. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann nur ein riesen Lob aussprechen und Danke sagen für all die Hilfsbereitschaft, die kommt. Wir sind, um zu helfen hier, wir sind ein Forstunternehmen, ein Familienbetrieb. Und haben uns entschlossen, hier hinzufahren, um zu helfen seit heute Morgen. Die Leute tun mir regelrecht sehr leid. Ich sag mal, man muss das gesehen haben. Man kann sich das auf Bildern gar nicht vorstellen, was Wasser für eine Wucht und für eine Macht hat. Warum sind Sie jetzt hier? Weil wir spontan mit unseren Tiefladern spontan eingesprungen sind. Mein Chef kam aus Italien und hat gesagt, wir fahren da runter und dann sind wir gefahren. Wie ist die Lage? Was haben Sie gedacht, wo Sie hier waren? Es ist einfach nur Chaos und auf dieser Seite ist überhaupt keine Hilfe angekommen. Wir sind die Einzigen, die hier geholfen haben. Und deswegen, also hier fehlt alles Mögliche, hier gibt es ja gar nichts mehr. Es kommen Leute von der Mosel und aus der Nahe und aus der Pfalz. Die kommen mit Trüppchen hier an, die machen Weinbergsarbeit und dann fahren sie wieder nach Hause. Ich finde es sensationell. Das ist eine größere Solidarität, kannst du eigentlich gar nicht geben.
Sie wirken sehr entspannt und cool. Wie geht es Ihnen innerlich? Mal fragen Sie mich das in 3 Wochen. Zurzeit funktioniert man. Alles andere ist eigentlich egal. Es muss ja weitergehen. Noch herrscht ein kollektiver Schockzustand im Ahrtal. Auch in Schuld haben sich viele Helfer eingefunden, die mit eigenen Geräten angereist sind. Wir haben das im Fernsehen gesehen und haben einfach unsere Hilfe angeboten. Ist ja selbstverständlich, oder? Und haben da drüben, ich glaube, 4 Häuser leer gemacht schon mit Schlamm und allem drum und dran. Und das war jetzt das 5. Haus, was wir gefunden haben, wo wir halt helfen konnten. Vor einer Art Hilfetourismus warnen Experten aber. Es ist wichtig, dass diese Nothelfer möglichst aus der Region kommen und auch ein bisschen wissen, was sie tun und auch vielleicht lokal vernetzt sind und dass kein Tourismus einsetzt, dass viele Leute kommen und guten Willens sind und versuchen, irgendwas zu helfen. Also Fachleute werden mit Sicherheit gebraucht. Da wird in ein paar Wochen ganz andere Qualitäten von Freiwilligen gesucht, zum Beispiel ein Baufachberater oder ein Statiker oder Leute, die wirklich Erfahrung haben mit solchen Katastrophengeschichten. Die sind dann sehr, sehr wertvoll. Koordiniert geht es in Seffern zu. Sandra Jung ist stellvertretende Wehrführerin der Freiwilligen Feuerwehr. Sie hat die letzten Tage kaum geschlafen und organisiert die 19 Ehrenamtler sowie freiwillige Helfer. Die Dorfgemeinschaft hier, die war einfach in den letzten Tagen grandios, kann man nicht anders sagen. Also ich sag, wenn ich jetzt schon erzähle, ich bekomme schon wieder Gänsehaut und die Tränen in den Augen. Ihr Mann Stefan ist auch Wehrführer. Beide waren dabei, als sich die kleine Nims in einen reißenden Strom verwandelt hat. Viertelstunde kam das Wasser so schlimm. Ist eigentlich wie so ein guter Film, von wie man Amerika immer sieht. Schlimm. Ich kann es eigentlich nicht so recht in Worte fassen. Weil du siehst, es kommt, du kannst nichts machen. Ja, einfach nur Leute retten. Probieren, dass die nicht irgendwie ertrinken, mit den Fluten mitreißen. Oder zum Beispiel die Brücken, die hier sind. Risse, teilweise jetzt zerstört. Als die beiden den Ort auf das Hochwasser vorbereiteten, hatten sie keine Ahnung, was auf sie zukommen sollte. Das ist einfach, es ist ein schreckliches Gefühl. Abends habe ich hier gestanden, wie gesagt, wo ich auf der Seite war, mein Mann auf der Seite. Ich muss die Leitstelle musste ich anfunken. Wir müssen das Dorf aufgeben. Wir können es nicht mehr. Ich habe nie gedacht, dass ich das als Wehrführerin oder stellvertretende Wehrführerin jemals sagen müsste. Gegen Wasser kann man einfach nichts machen. Feuer kann man wenigstens versuchen zu löschen. Sie konnten aber noch Menschenleben retten, wie den Rentner Günther Stolle und seine Frau. Wir haben sie zum Glück nicht gerufen, aber weil ich auch früher in der Feuerwehr war, haben die an uns beide gedacht. Weil Ihre Frau im Rollstuhl ist. Rollstuhl, ja. Im Erdgeschoss seines Hauses alles zerstört. Es wird lange dauern, bis das Ehepaar hier wieder wohnen kann. Ja, ich bin fertig. Tut mir leid. Aber wir sind damit leben davon gekommen. Andere sind gestorben. Die Freiwillige Feuerwehr hat hier Knochenarbeit geleistet, wie so viele Helfer und Helferinnen vor Ort. Ich hoffe, dass man auch mal das sieht, was eine Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich auch tut. Das sind sehr viele engagierte Leute und auch alle anderen Kameraden, Kameradinnen. Auch von hier aus danke. Man sollte das Amt oder diese Ehrenamtlichkeit, das sollte man vielleicht auch mal zu schätzen wissen. Einfach mal drüber nachdenken, mal sackgelassen, wie es jetzt ist. Aus dem Nürburgring ist seit vergangener Woche eine Art Logistikzentrum geworden. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Das THW hat ein Feldlager aufgebaut. Rund 4000 Helfer sollen hier mittlerweile unterwegs sein. Vor Ort stapeln sich die Sachspenden, die aus ganz Deutschland kommen.
Freiwillige Helfer sortieren alles, so wie Gerd Scheurer und seine Frau. Das Paar kommt aus Bautzen und hat selber mal eine Flut erlebt. Bei uns gab es damals keine Toten. Das ist ja noch mal was Schlimmeres. Aber die, die überleben, haben auch genug Probleme. Momentan ist die Hilfsbereitschaft riesig, die mediale Aufmerksamkeit ebenso. Helfende Hände sind dort, das THW ist da, die Bundeswehr ist da. Das läuft jetzt noch ein paar Tage und dann kommt die Phase, wo alle Helfer wieder weg sind, die großen Katastrophen, Schäden beseitigt sind. Und dann fallen die Leute sehr häufig in ein ganz tiefes Loch. Und dann bei ihnen zu sein, sie unterstützen mit psychosozialer Betreuung zum Beispiel, das ist ganz wichtig. Ihnen aber auch Hilfe anzubieten, dass sie Hausstand wieder ersetzen können, was dringend benötigt wird. Da sind auch Geldbeträge notwendig, kleine Geldbeträge, aber dass man die ersten Nothilfen und die ersten Nottage überbrücken kann. Das wäre jetzt im Augenblick eine vordringliche Sache. Soforthilfen sind gefragt, und zwar finanzielle. Unbürokratisch sollen pro Haushalt bis zu 3.500 Euro ausgezahlt werden. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, waren Vertreter der Bundesregierung in Schuld. Am Sonntag zunächst Angela Merkel. Hand in Hand ging sie mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer durch den zerstörten Ort an der Ahr und unterhielt sich mit Helfern. Schaffen wir das zusammen überhaupt in all den Orten? Glauben Sie nicht, wie groß die Gemeinschaft hier ist. Es ist wirklich ein Spirit, der durch diese Orte geht, wie das hier abläuft. Ich bin seit Tagen hier, da ist jeder zusammen. Aber die technischen Voraussetzungen haben Sie auch? Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Ich fahre nach Hause und sage, wir wollen Ihnen helfen, dass das, was Sie wieder möchten, für Schuld und die anderen für Ihre Gemeinden, dass das dann auch realisiert werden soll und realisiert werden kann. Glücklicherweise ist Deutschland ein Land, das das finanziell stemmen kann. Deutschland ist ein starkes Land und wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Auch das wird notwendig sein. Am Mittwoch hat die Bundesregierung Soforthilfen für die Hochwassergebiete verabschiedet. Es sollen 200 Millionen aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden. Aus den Ländern ebenso 200 Millionen fließen. Mit dem Geld sollen die schlimmsten Schäden an Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur beseitigt werden. Auch Bundesinnenminister Seehofer war vor Ort und sichtlich bewegt. Wir erleben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie. Ich habe in einem langen politischen Leben mit vielen Katastrophen in Bayern mit Wasser und Schnee so etwas noch nie erlebt. Das ist eine Ausnahmesituation, die wir auch bei aller Anstrengung vor Ort, lieber Roger, nur in einem nationalen großen Kraftakt bewältigen können. Die Betroffenheit ist bei allen groß. Dem Ortsbürgermeister von Schuld kommen beim Anblick seines Ortes einfach nur die Tränen. Nein. Also, fällt mir schwer zu sagen, aber Schuld wird niemals mehr so werden, wie es war. Ist so. Um solche Katastrophen in Zukunft abzumildern, sollte so manches vielleicht nicht mehr so werden, wie es war, rät Lothar Kirschbauer von der Hochschule Koblenz. Er forscht zu Starkregenereignissen. Man sollte überlegen, wenn man jetzt an den Wiederaufbau geht, muss ich wirklich wieder jeden Quadratmeter absolut befestigen? Kann ich nicht auch Flächen, ich sag mal, versickerungsfähig lassen? Wir müssen uns überlegen, dass wir dem Wasser möglichst einen guten Weg anbieten, damit der Schaden, wenn es dann wirklich mal höher kommt, einfach geringer ausfällt. Und natürlich bei der Bevölkerung immer wieder ein Bewusstsein schaffen, es kann zu Starkregen kommen. Noch ein akutes Problem im Krisengebiet, die ärztliche Versorgung. Viele Arztpraxen sind regelrecht abgesoffen. Im Landkreis Ahrweiler ist ein Impfbus unterwegs. Die Aktion eine Vorsichtsmaßnahme der Landesregierung. Experten fürchten, das Virus könnte sich bei den Aufräumarbeiten wieder verstärkt ausbreiten. Dadurch, dass jetzt auch verschiedene Kräfte aus den unterschiedlichen Bundesländern zusammenkommen, kann man ja
schon wieder von einer Durchmischung reden, die man ja sonst so nicht gehabt hätte. Und um alle Gefahren so gut wie möglich einzudämmen, impfen wir hier. Mediziner Klaus Korte aus Ahrbrück hat seine Praxis in den Fluten verloren. Er arbeitet gerade behelfsweise in einer Grundschule. Viele Verletzte kommen zu ihm mit Knochenbrüchen oder anderen stumpfen Verletzungen. Viel größer aber die seelischen Wunden. Wir haben viele Patienten mit schweren posttraumatischen Belastungsstörungen. Wir haben viele Patienten, die Nahtoderfahrungen haben, die fast ertrunken sind. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert teilt Kortes Einschätzung. Auch er war mit seinem Arztmobil im Krisengebiet unterwegs. Ich war ja schon öfters in Katastrophengebieten, in Pakistan, nach dem Tsunami. Aber jetzt hier, das einmal so zu erleben und dann auch muttersprachlich zu hören, dass das Enkelkind einen Ertrunkenen im Garten gefunden hat, dass zwei Menschen im Baum ertrunken hängen geblieben sind, dass eine Frau zu uns kam, die gesagt hat, das Wasser ist ihr bis zum Hals gestanden und sie hat gedacht, sie überlebt es nicht. Jetzt sind die Menschen noch in so einem aufgepuschten Zustand, aber all diese Traumata, diese Erlebnisse, das wird die Herausforderung sein in der Zukunft. Und diese wird dauern, das ist klar. Jetzt seht ihr diesen Ehering, meinen Ehering. Ich habe ihn heute gefunden. Ich bin frisches Wasser holen gegangen und sah ihn glänzen und sage einen Ring und schaue ihn an und es ist meiner. Und dann habe ich meine Frau holen lassen. Ich habe meine Frau holen lassen und sie durfte ihn mir wieder anstecken wie damals. Und jetzt habe ich ihn wieder. Wie damals hat sie mir angesteckt, als wir unsere Ehe gelübt gegeben haben. Jetzt ist er wieder da und er wird nie wieder abgenommen werden. Ich danke dem Herrn, dass ich so eine Frau gekriegt habe. Mit ihr werde ich schaffen. Und wir werden es schaffen und wir alle werden es schaffen. Wir gehen nicht runter, wir enden nicht im Schlamm. In Rech, Bürgermeisterin Cornelia Weigand organisiert weiter Hilfe für das Dorf. Ein Riesenproblem ist das Abwasser. Zerstörte Leitungen, alles fließt ungefiltert in die Ahr. Abwasserschlamm, giftiger Müll. Da sind Betriebsstoffe aus den Häusern, natürlich Farbeimer, da sind die Öltanks. Zusammen mit dem Schutt und biologischen Abfällen steigt von Tag zu Tag die Seuchengefahr. Im Dorf gibt es immerhin noch einen Brunnen für Brauchwasser. Den Rest muss die Bundeswehr mit großen Pumpen aus der Ahr holen. Wir nehmen Wasser, pumpen das oben in die Gebäude, weil der Schlamm ja so teilweise da oben drin steht oder noch höher, dass aber alles ganz fest ist. Wir kriegen die halt nicht mehr raus. Also pumpen wir jetzt Wasser, so komisch wie das anhört, pumpen wir Wasser rein, damit der Schlamm weich wird, so viel bis er fließfähig wird. Und mit Spezialpumpen kriegen wir dann den Schlamm abgesaugt. Rückfahrt zur anderen A-Seite. Schlamm, wie gesagt, Sie sind jetzt auch das erste Mal hier. Ich war jetzt auch das erste Mal hier, ja. Ohne Worte. Ich bin für die ganzen Menschen zuständig. Und das ist ohne Worte. Seit 2019 erst ist Cornelia Weigand Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde. 19 Kilometer Fluss und 12 Ortsgemeinden umspannt das Gebiet der Mittelahr. Vielleicht haben wir in 5 Jahren, wenn wirklich das zu einer Sonderzone gemacht wird und hier mit Bundeskräften gebaut wird, eine Chance, dass wir schon wieder Strukturen erkennen, die ja die Mittelahr wiedererkennen lassen. Das wäre meine ganz große Hoffnung. Zurück in der Einsatzzentrale. Es wird auch heute wieder ein langer Tag werden, beim großen Aufräumen für die Menschen hier im Ahrtal.